Okay. Jetzt bei mir im Total Rugby Interview Rolf Wacher. Rolf, für dich muss ganz besonders gewesen sein. Letztes Jahr noch für Deutschland, heute gegen Deutschland im neuseeländischen Trikot. Ist ein bisschen ein komisches Gefühl, oder? Ja, total komisch. Also es war eigentlich erst überhaupt nicht geplant. Wir hatten auch genug Leute und auch genug starke Leute. Und am Donnerstag hat der Setsch geschrieben, ja, dass es für mich Training gibt. Und dann hat er gefragt, ob ich quasi Zeit habe und Lust. Und dann habe ich gesagt, ja, für mich ist jetzt auch ganz cool. Ich habe noch nicht so viele Spiele gemacht. Letztes Jahr auch ein paar verpasst und wieder ein bisschen reinkommen. Und dann habe ich ja gesagt. Und wie war es, mit so Jungs auf dem Feld zu stehen? Ich meine, die waren ja jetzt nicht von schlechten Eltern. Ich meine, die meisten kennst du aus deinem Club, aber waren ja auch noch ein paar neue Gesichter dabei. Sah schon ganz gut aus. Das ist der Wahnsinn. Also am Donnerstag im Training habe ich auch schon gedacht, so, oh, ob ich da hinterherkomme so in den Rucks. Also alleine nur, um da zu sein. Und ja, also heute war es auch sau schwer für mich. Also konditionell auch dran zu bleiben. So, sind schon sau schnell, spielen richtig gut. Was kannst du zur deutschen Mannschaft sagen? Ich meine, du hast ja einen Vergleichswert. Letztes Jahr haben wir dann noch zusammen auf der zweiten Reihe in Russland gekämpft. Ja. Diesmal haben die Deutschen eine durchwachsene Partie gezeigt, würde ich sagen. Wie schätzt du das ein? Wie ist die Stärke der Mannschaft momentan? Ich glaube, die Jungs sind stark. Die haben viele junge Spieler, junge, sehr, sehr gute Spieler, die schnell sind und die unheimlich motiviert sind auch. Das macht für mich einen klasse Eindruck, wenn die uns hier da über die Linie schieben und wir eigentlich nicht großartig was dagegen setzen können. Zwei, dreimal. Also der deutsche Sturm war sehr kompakt. In der Hintermannschaft hat es noch ab und zu ein bisschen an der Abstimmung gehapert. Meinst du, das stellen sie ab bis nächste Woche gegen die Tschechen? Ja, ich hoffe es. Also es ist eine Trainingssache, glaube ich. Ich glaube, wenn je mehr die Jungs zusammenspielen, desto besser wird es. Und ich glaube, das macht unheimlich viel aus, wenn die Jungs die Möglichkeit bekommen, richtig zusammen zu trainieren und zusammen arbeiten, dann ist es auch in der Hintermannschaft überhaupt kein Thema, bin ich der festen Überzeugung. Eine Frage noch zur Bundesliga. Ihr habt jetzt ein, zwei neue Leute dazu bekommen, sind aus dem Flieger gepurzelt. Aufholjagd, holt er den HRK noch ein? Ja, ich hoffe es, ja. Also, ihr seid heiß? Ja, die Jungs sind alle heiß, ja. Also, und du auch? Ja, ich bin auch heiß. Ich hoffe, dass ich es vom Arbeiten her jetzt schaffe und so. Ja, also dran zu bleiben, weil letztens habe ich auch wieder auf der Bank gesessen, aber das ist, glaube ich, normal, weil ich nicht halb so viel trainieren kann wie die Jungs. Und dann ist es auch, ja, dann ist es auch mehr oder weniger fair, wenn ich dann halt auch mal hin und wieder auf der Bank sitze. Wir sind natürlich unparteiisch, deswegen wünsche ich dir nur viel Spaß und nicht viel Glück. Okay, danke.